Sport im Wandel, das Jahresmotto der Sportregion Stuttgart. Ein Motto, das auch ganz gut zu den Stuttgarter Kickers passt. Ein Traditionsverein im Wandel der Zeit. Vom Bundesliga-Club der späten 80er und frühen 90er zum Fünftligisten der Jetztzeit. Der Club hat sich in dieser Zeit immer wieder neu erfunden und gewandelt. Was blieb? Die Treue der Fans. Wir haben zwei Protagonisten getroffen, die eng mit den Stuttgarter Kickers verbunden sind. Zum einen den 80-jährigen Sportjournalisten Guido Dobratz, der jahrelang für die Sportschau und den SWR über die Kickers berichtet hat und auch schon Pressesprecher der Blauen war. Zum anderen den aktuellen Kickerspieler Nico Blank. Der 25-Jährige trägt mittlerweile seit 11 Jahren das Trikot der Blauen. Natürlich ein Riesengefühl. Gerade auch immer hier im Stadion dann aufzutreten, vor den Zuschauern. Schon was Besonderes, muss ich sagen, obwohl ich jetzt auch so lange schon dabei bin. Immer wieder Gänsehaut-Atmosphäre, wenn man dann auch aus dem Spielertunnel rausläuft und dann die Fans sieht. Und welche Begeisterung die auch bei jedem Spiel immer haben. Und es überträgt sich dann schon noch auf die Mannschaft. Die Stuttgarter Kickers, ein Verein mit Tradition und dem ältesten Stadion Deutschlands, das sich in den Jahren natürlich auch verändert und gewandelt hat. 1899 gegründet, sind die Blauen ein Verein mit Geschichte und vielen Geschichten. Ja, ich würde sagen, die Kickers stehen einerseits für den blauen Adel. Früher war das wirklich die Gesellschaftsgruppe in Stuttgart, die vor dem VfB rangierte. Und jetzt ist eine Mannschaft mit Herz, es ist ein Stadion zum Anfassen. Also es ist immer noch ein Kultverein, glaube ich, auch in Deutschland. Auf der einen Seite ist es was Besonderes, auf der anderen Seite vielleicht auch so eine gewisse Last. Oder das war auch in den letzten Jahren vielleicht zu spüren, weil halt viele noch so in der Vergangenheit dann auch noch schweben oder ja, sich an die schönen Erinnerungen dann festhalten irgendwie. Und wenn man dann halt so in der Realität ankommt, Oberliga, ist das natürlich schon hart, auch gerade für die Zuschauer, die halt schon die schönen Zeiten in der ersten Bundesliga, zweiten Bundesliga mitgemacht haben, kann ich dann schon auch verstehen, dass man irgendwie enttäuscht ist und dass vielleicht dann auch so ein bisschen die Begeisterung nachlässt. Aber ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich dann trotzdem noch verschworener wurden, auch mit den Fans zusammen, auch wenn es jetzt hier die Oberliga ist. Und ja, jeder steckt da auch ein bisschen zurück und ja, freundet sich quasi so ein bisschen auch mit der unteren Liga an, auch wenn wir da jetzt nicht lange uns aufhalten wollen und ja, so schnell wie möglich wieder hoch wollen. Ja, also das ist für mich Höchststrafe, muss ich sagen. Ich hätte nie geglaubt, dass die Kickers sich so lange hier aufhalten müssen. Also es muss jetzt nach oben gehen und ich denke, in 2-3 Jahren die dritte Liga sollte das Ziel sein. Ja, auf jeden Fall. Dafür sind wir eigentlich dann verantwortlich und wir wollen ja auch dieses Jahr unbedingt hoch in die Regionalliga, da gehören wir mindestens hin. Und ja, wir wollen alles dafür geben, dass der Verein das dann auch bekommt, was er verdient und auch die Zuschauer das bekommen, was sie verdienen. Weil ich habe das Gefühl, dass jeder hier auch an einem Strang zieht und jeder will unbedingt, dass wir es packen dieses Jahr. Und ja, deswegen hoffe ich mal, dass es dann auch am Ende reicht. Zwei Spielzeiten haben die Kickers in der Bundesliga gespielt. 1987 sind die Blauen im Pokalfinale gegen den HSV gestanden. In dieser Phase hat der Club aus Degerloch auch ganz große Spieler herausgebracht. Ja, vielleicht muss ich zuerst beginnen mit drei außergewöhnlichen Spielern. Jürgen Klinsmann, Guido Buchwald, Karl Allgöber. Und beim Jürgen Klinsmann habe ich bewundert, der hat einen eigenen Athletiktrainer gehabt als junger Bursche, hat immer Sprints gemacht, Kopfballtraining und dadurch war er so fit wie kein anderer Spieler. Guido Buchwald, natürlich ein Turm in der Schlacht, der hat die Bälle antizipiert, Kopfballspiel überragend und kein Wunder, hat auch er den Weg zum VfB gemacht. Und der dritte im Bunde ist für mich natürlich Karl Allgöber, mit dem bin ich heute noch befreundet. Und er hat mir mal erzählt, dass er das erste Interview, das er gegeben hat, mir gegeben hat, als die Kickers damals durch ihn das Tor des Monats erzielt haben. Also der Kalle hat das Tor geschossen und später wurde er ja als Knallgöber beim VfB bekannt. Aber auch die heutigen Erfolgstrainer Thomas Tuchel und Christian Streich haben als Aktive genauso das Kickers-Trikot getragen wie der Sportvorstand von Hertha BSC Freddy Bobic. Aus der aktuellen Fußballnationalmannschaft haben schon Serge Gnabry und Nico Schlotterbeck bei den Kickers in der Jugend gespielt. Die Kickers haben nach wie vor einen Namen im deutschen Fußball. Ein schlummernder Club, der wieder wachgeküsst werden muss. Ja, Riesenpotenzial. Also ich sag, bis zur zweiten Liga ist wirklich alles drin. Vom Umfeld und vom Stadion und von allem drum und dran. Wir haben gute Sponsoren, wir haben wirklich auch sehr gute Verantwortliche, die hier den Verein super leiten.
und auch gute Arbeit machen. Und ja, durch die Fans, du sagst es, der Zuschauerschnitt, den haben manche Drittligisten nicht. Und von daher glaube ich sogar, wenn wir dann erfolgreich sind in Zukunft, wird es sogar noch mehr mit den Zuschauern. Dann kommen vielleicht noch mehr ins Stadion. Und ja, das wollen wir ja alle. Am Samstagnachmittag können sich die Kickers beim Finaltag der Amateure endlich mal wieder einem größeren bundesweiten Publikum zeigen und sich mit einem Sieg gegen Ulm wieder für den DFB-Pokal qualifizieren. Ja, es wäre nicht nur für die Kasse gut, es wäre für das deutschlandweite Ansehen der Kickers gut. Denn das Spiel wird ja live in der ARD übertragen und da kann man dann sehen, was die Kickers leisten können. Und da kann man einfach auf sich aufmerksam machen. Und das ist eine Riesenchance gegen Ulm, die zuletzt 4-mal den Pokal gewonnen haben. Und wenn die Blauen das schaffen sollten, diesen Gegner zu bezwingen und dann in die erste Hauptrunde einzuziehen, dann kann man auch entsprechend Geld machen. Die Pokalspiele gegen Borussia Dortmund 2014 und Wolfsburg 2015 haben die Kickers-Fans sicher noch im Kopf. Fußballfeste, die sich Spieler Nico Blank und der treue Kickers-Begleiter Guido Dobratz auf der Waldau in Zukunft wieder öfter wünschen.